Ich bin hier eingeladen worden, um über unsere Fotobestände und deren Projekte zu referieren. Jetzt versuche ich mal nebenher den Bildschirm zu teilen. Sehen Sie das jetzt? Ja. Frau Jopp? Ja, funktioniert wunderbar. Hervorragend, gut, dann kann ich fortfahren. Also der Vortragstitel Digitalisierung großer Fotobestände, Holzmann Bildarchiv und Zirkus Busch im Wirtschaftsarchiv soll Ihnen jetzt vorführen, wie eine kleine Institution, nämlich wir, mit großen Fotobeständen umgegangen ist. Hier geht es vor allem um die Frage, wie man mit wenig Mitteln schnell Fotobestände online zugänglich machen kann. Ich kann Ihnen also jetzt hier zwei Beispiele geben, wie wir in der Praxis damit umgegangen sind. Sie können teilhaben an den Problemlösungen und den Problembegegnungen, die wir hatten mit diesen beiden Projekten. Und vielleicht lernen Sie ein bisschen mit uns, wie schwierig es gewesen ist, die Ziele zu formulieren, die Probleme zu identifizieren, die organisatorischen Fragen zu klären und am Ende auch die Rechtsfragen in den Blick zu bekommen. Den Vortrag habe ich in drei Teile gegliedert. Am Anfang sage ich Ihnen etwas zu regionalen Wirtschaftsarchiven, weil ich annehme, dass nicht alle darüber informiert sind, was das ist. Danach erzähle ich etwas zum Holzmann-Projekt und danach zu Zirkus Busch. Es gibt in Deutschland und überall auf der Welt in Abgrenzung zu öffentlichen Archiven noch private Archive. Wirtschaftsarchive sind häufig anzutreffen als Unternehmensarchive in privat geführten Unternehmen. Es gibt Branchenarchive wie beispielsweise das Bergbauarchiv und regionale Wirtschaftsarchive. Die Idee eines solchen Wirtschaftsarchivs ist sehr alt. Krupp hat sein Unternehmensarchiv 1906 eingerichtet und auch das älteste regionale Wirtschaftsarchiv in Köln arbeitet seit 1906. Es geht in den Aufgaben der Wirtschaftsarchive darum, die Quellen zu bewahren, die die Entstehung, Entwicklung und Entwicklung des Wirtschaftslebens abbilden. Und diese Quellen sollen der Forschung zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus gibt es weiteres außerbehördliches Schriftgut, was ebenfalls in Wirtschaftsarchive gehört oder übernommen werden kann, hier namentlich Vereine und Verbände, aber auch Akteure der Wirtschaft wie natürliche Personen. Die regionalen Wirtschaftsarchive sind nach Bundesländern organisiert, sofern es sie dort gibt. Sie haben, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Jetzt kommt die nächste Folie, ein Glück. Wie Sie sehen, sind die Wirtschaftsarchive in Deutschland gut verteilt. Köln 1906 und Dortmund 1941 teilen sich das große Bundesland Nordrhein-Westfalen. Weitere Wirtschaftsarchive, regionale Wirtschaftsarchive gibt es in Hessen, in Leipzig, in Hamburg, in Bayern, in Niedersachsen und seit 2004 auch in Berlin. Für uns stellt sich die besondere Aufgabe, dass wir zwei Bundesländer betreuen, nämlich Berlin und Brandenburg, weil diese Wirtschaftsregion nicht zu trennen ist. Wir treffen also auf zwei Archivtraditionen, nämlich einmal eine privatwirtschaftliche Überlieferung und dann eine VEB-Überlieferung und haben damit eine Herausforderung, der sich andere Wirtschaftsarchive nicht stellen müssen. Quellen der Wirtschaftsgeschichte sind ausgesprochen vielfältig. Ich habe sie hier bildlich dargestellt. Letztendlich deckt die Wirtschaftsgeschichte viele weitere Teilbereiche der Geschichte ab. Ob das nun die Sozialgeschichte ist, die Alltagskulturgeschichte, die Geschichte der Arbeit, die Konsumgeschichte, dann natürlich die Finanzgeschichte, bedeutsam Infrastrukturgeschichte, die häufig privatwirtschaftlich organisiert war, also der Ausbau der Infrastruktur, zumindest von privaten Auftragnehmern. Sie haben bedeutsame Beiträge zur Regionalgeschichte. Sie sehen hier die Beispiele Siemens, Ulstein und Borsig, drei eminent wichtige Akteure für die Entwicklung Berlins und auch zum Teil Namengeber für ganze Stadtteile. Die Wirtschaftsgeschichte berührt auch Teilbereiche der Technikgeschichte. Erfindungen verändern nicht nur das Leben, sondern sorgen auch für Investitionen und Geschäftstätigkeit. Umweltgeschichte ist selbstverständlich ein Teil der Wirtschaftsgeschichte. Und schließlich eine Produktgeschichte. Die Geschichte der Antibabypille ist nicht nur die Geschichte eines Produktes, sondern ist auch von gesellschaftlich ungemein großer Bedeutung.
Mit anderen Worten, Wirtschaftsgeschichte ist ein Teil der Kulturerbebewahrung. Wir verstehen uns als Kulturerbeeinrichtung im Verbund mit anderen Bewahrern des Kulturerbes in Deutschland beziehungsweise der Region Berlin-Brandenburg. Wir verwenden vielfältige Kulturbegriffe, ob das eine Unternehmenskultur ist, Arbeitskultur oder insbesondere die Industriekultur. Industriekultur, ursprünglich verstanden als Gestaltung der Arbeitsbedingungen, ist heute ein sehr großer Begriff, der auch die Nachnutzung von Industriegebäuden beinhaltet und die Architektur, mithin also sich mit den Zeugen der Industrialisierung beschäftigt. In der Region sind Siemens und Borsig sowohl Akteure der Industriekultur als auch Nachlassgeber von Industriekultur. Die Unternehmen bestimmen die Lebenswirklichkeit vieler aller Menschen, die erwerbstätig sind. Und so gesehen ist der Kulturauftrag der Wirtschaftsarchive genauso vielfältig wie alle anderen Kulturerbeeinrichtungen überhaupt. Ein Hauptaugenmerk neben der Archivierung und Zugänglichmachung von Quellen ist auch die Vermittlung der Wirtschaftsgeschichte in den öffentlichen Raum. Insbesondere für das Berlin-Brandenburgische Wirtschaftsarchiv gilt hier, dass die Vermittlung von Wirtschaftsgeschichte unseren gemeinnützigen Auftrag begründet. Gleichzeitig richten wir uns damit also an jedermann draußen, wie auch an Unternehmerinnen und Unternehmer, die wir überreden und überzeugen müssen, sich ihrer eigenen Überlieferung zu stellen. Der Brückenschlag zum Holzmann-Bildarchiv ergibt sich also daraus, dass Holzmann ein globaler Akteur des Wirtschaftsgeschehens ist und gleichzeitig die Zeugen der eigenen Geschäftstätigkeit und darüber hinaus der Geschäftstätigkeit anderer Akteure hervorgebracht hat. Holzmann 1849 gegründet, seit 1853 in Frankfurt am Main ansässig, von Johann Philipp Holzmann, ist international bedeutsam, spätestens seit dem Bau der Bagdadbahn. Holzmann ist zeitweilig der größte Baukonzern Deutschlands gewesen, über 40.000 Beschäftigte in den 90er Jahren und hat Insolvenz angemeldet, 2005 abgeschlossen. Und seitdem vagiert das Holzmann-Bildarchiv eine Zeit in Deutschland. Das Bildarchiv, von dem ich jetzt anfolgend sprechen werde, ist das Bildarchiv oder die Fotodokumentation der Abteilung Technische Werbung der Holzmann AG, die unter anderem die Hauszeitschrift bespielt hat mit Fotos, aber auch ansonsten für die gesamte Öffentlichkeitsarbeit des Konzerns zur Verfügung gestanden hat. Die eigentliche Unternehmensüberlieferung Holzmanns finden Sie in dem Stadthistorischen Institut in Frankfurt am Main. Die ursprüngliche Idee, den Fotostock der Holzmann AG als Bildagentur weiterzuführen, scheiterte mangels Masse. Und 2005 wurde der Kontakt hergestellt zum Hauptverband der deutschen Bauindustrie, der das Fotoarchiv mitsamt den Rechten an allen Fotos als Rechtsnachfolger der Holz AG übernommen hat. 2005 bis 2017 hat der Bauhauptverband diese Fotos in dem Raum U107 gelagert, den Sie hier sehen. Und gleichzeitig bearbeitet mit mehreren Projekten der Fachhochschule Potsdam. Hier gibt es einmal ein Projekt zur Erschließung des Archivs, auf dessen Grundlage wir unser Projekt auch gestartet haben, und darüber hinaus zahlreiche Projekte von angehenden Bauingenieuren und Ingenieurinnen, die die Fotos genutzt haben, um Seminararbeiten über Bauten Holzmanns zu schreiben. Wie Sie sehen, gibt es unterschiedliche Formate. Sie sehen hier eine ungefähre Übersicht über die Mengen, über die wir hier reden. Also insgesamt über 320.000 Fotos unterschiedlichsten Inhalts. Also der Inhalt des Bestandes war uns durch Einsichtnahme schwer zu erschließen. Die Listen, die uns zur Verfügung gestellt wurden, deckten, wie wir im Laufe der Zeit herausgefunden haben, nur 10% der tatsächlich vorhandenen Bauvorhaben ab.
Es reichte vom Eisenbahnbau in Afrika über Krankenhäuser, Universitäten, Staudämme, U-Bahnen, Berlin, Frankfurt am Main, München und Buenos Aires, Bauten des Nationalsozialismus, uns insbesondere hier Bauten in Nürnberg, Autobahnen, Kanäle, Tunnel, praktisch in alle Bereiche einer Bautätigkeit eines großen global tätigen Konzerns. Die Frage war, wie wir mit diesem großen Bestand umgehen können. Und in der Übernahmeverhandlung mit dem Bauhauptverband, der weiter Eigentümer des Bestandes ist, war klar, dass dieser sich eine Online-Zugänglichkeit des gesamten Bestandes gewünscht hat. Das entspricht auch unseren Wünschen, weil klar ist, dass eine solch große und vielfältige Fotosammlung in einem Magazin verstaubt und nicht nutzbar ist. Und darum war die Frage, wie bekommt man das Ganze online? Die Frage, die sich daraus ergibt, ist also nicht nur, wie verzeichnen wir das in der Datenbank, sondern wie wird das digitalisiert? Wie sorgen wir für eine digitale Langzeitarchivierung? Wie können wir den Bestand erhalten, also das Material? Und wie können wir im Anschluss die Online-Nutzung gewährleisten? Diese Ziele sind ausgesprochen umfassend. Sie stoßen dann auf die eigentlichen Rahmenbedingungen des Projektes. Und diese Rahmenbedingungen mit den Zielen zu korrelieren, ist die eigentliche Aufgabenstellung gewesen für dieses Projekt. Es war klar, dass bei einer schmalen Finanzierung durch das Land Berlin von 70.000 Euro und einem Zeitplan von höchstens 2 Jahren und einem Umfang von 320.000 Einzelbildern dieses Projekt eine große Herausforderung darstellt, insofern als es um die dreifache Mangelverwaltung geht, nämlich zu wenig Zeit, zu wenig Geld und zu viele Fotos. Tatsache ist, dass man aus diesen Rahmenbedingungen eine Priorität ableiten muss. Und die Priorität stand ja bereits am Anfang des Projektes, nämlich die Vollständigkeit online sichtbar zu machen. Daraus ergibt sich zwangsläufig, dass es Einbußen in der Qualität geben muss. Wie man ein Projekt mit 320.000 Fotos in 2 Jahren für 2 Millionen Euro realisiert, brauche ich Ihnen nicht zu erklären. Wie man das für 70.000 Euro macht, ist eine andere Sache. Und wir haben uns deshalb in diesem Zusammenhang Partner gesucht und auch gefunden. Das Mittel der Wahl war die Zusammenarbeit mit einer Werkstatt, hier also mit Personen, die mit eingeschränkten Leistungsfähigkeiten in einem geschützten Raum tätig sind. Die Wahl einer Werkstatt hat viele Vor- und Nachteile. Die Vorteile überwiegen deutlich, wie wir finden. Einmal ist die Werkstatt in der Lage, eine große Manpower zu gewährleisten und in das Projekt fließen zu lassen. Zweitens ist es möglich, mit dem Auftrag an eine Werkstatt ein Ausschreibungsverfahren sehr klein zu halten, sogar letztlich zu umgehen. Und die Werkstatt hat im konkreten Fall auch die mechanische Bearbeitung der Fotos übernehmen können. Das heißt, der Arbeitsschritt, die Fotos aus ihrer alten Verpackung nach dem Digitalisieren in eine neue Verpackung zu tun, wurde von der Werkstatt geleistet. Die Werkstatt, für die wir uns entschieden haben, ist die Faktura GmbH in Berlin gewesen. Der Nachteil, der sich mit der Wahl dieses Dienstleisters ergeben hat, ist, dass das Know-how weder bei uns im Wirtschaftsarchiv noch beim Dienstleister vorhanden gewesen ist. Hier haben wir also in der Projektentwicklung mit freiberuflichen Bildarchivarinnen der Firma Die Bildarchivare zusammengearbeitet, die das ganze Projekt begleitet haben und sowohl bei der Projektformulierung, insbesondere aber auch bei den Scan-Einstellungen, also dem fotografischen Aspekt der Arbeit und auch bei dem Controlling unschätzbar Hilfe geleistet haben. Das konkrete Vorgehen des Projektes ergab sich aus der physischen Beschaffenheit des Bestandes. Auf der einen Seite gab es fotopositive, also Abzüge, für die keine negative überliefert waren. Und es gab jede Menge Fotopositive
Diapositive oder negative, also Durchlichtvorlagen. Diese beiden Bestände wurden von vornherein in zwei Arbeitsstrecken geteilt und einer unterschiedlichen Bearbeitung unterzogen. Das Auflichtverfahren bezog die Vorder- und die Rückseite ein. Wurde vor Beginn des Projektes, da wurden die Parameter gesteckt. Wichtig ist, wenn Sie ein solches Projekt angehen, sich über Dateinamen einig zu sein, die Dateiformate ordentlich zu definieren, also in diesem Fall TIFF und JPEG, TIFF für die Langzeitarchivierung, JPEG für die Arbeit in der Datenbank, beziehungsweise später für die Online-Stellung, dann die Scan-Einstellungen, die sich auch nach Vorlage gerichtet haben, also Halbwert, Tonwert und dergleichen. Auflichtvorlagen mit ihren Vorder- und Rückseiten wurden mit 300 dpi und 24 Bit RGB-Farbe eingescannt. Die TIFF-Dateien für die Langzeitarchivierung wurden mitsamt den Metadaten dann in JPEGs umgewandelt, die JPEGs dann der weiteren Verarbeitung zugeführt. Die TIFFs und die Langzeitarchivierung gewährleistete für unser Projekt das Landesarchiv Berlin. Dort liegen die Dateien auch noch. Die Rückseiten sind nicht nur wichtig für die Kontrolle des richtigen Scanvorgangs, sondern auch, weil eine Verschlagwortung, also eine Verzeichnung der Fotos, während des Projektes nicht möglich gewesen ist. Das hätte den Zeitrahmen deutlich überstiegen, weshalb die Fotos innerhalb ihrer Bauprojekte verzeichnet sind. Alle Fotos sind in 11.000 Bauprojekten auffindbar, davon etwa 2.500, 3.000 Bauprojekte als Auflichtvorlage, der Rest als Durchlichtvorlage. Die Auflichtvorlagenprojekte ermöglichen also das Auffinden der Fotos. Wer Details sucht, also wer ein Moniereisen sucht, sucht sowieso nicht nach Moniereisen, sondern er weiß, wo sie verwendet werden. Er oder sie kann das Projekt aufsuchen, beispielsweise den Deichbau oder den Schleusenbau, und dort die technischen Einzelheiten auffinden. Die Verschlagwortung auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, ist bedauerlich, aber ist eines der Abstriche, während des Projektes durchgeführt werden mussten. Also die Recherche ist weiterhin gewährleistet. Bei den Durchlichtvorlagen ergibt sich ein Problem aus der schlichten Tatsache, dass es keine Bildrückseite gibt. Hier wäre uns eine Verschlagwortung über die Projektbezeichnung hinaus sowieso nicht möglich gewesen. Hier haben wir uns entschlossen, die Durchlichtvorlagen als Kontaktscans einzuscannen und zu digitalisieren. Das heißt, die einzelnen Fotos durchaus eher kleiner und nicht den DFG-Vorgaben gemäß zu digitalisieren mit 480 dpi, Ausgabeformat DIN A3. Aber wir haben auf diese Weise den Bestand der Durchlichtvorlagen auf etwa ein Zehntel reduzieren können. Das war wegen der Kürze der Projektlaufzeit ein Vorteil. Hinzu kommt, dass die Fotos aus dem Durchlichtbestand ausgesprochen ähnlich sind. Es sind Projektfotografien mit unterschiedlichen Belichtungen und minimalen Änderungen des Standortes, sodass hier aus Motivüberlegungen es durchaus gerechtfertigt schien, den Kontaktscan durchzuführen, um wenigstens zu gewährleisten, dass jedes einzelne Foto sichtbar sein wird. Die Beschreibung der einzelnen Digitalisate durch Metadaten beschränkt sich auf folgende Parameter: Baustelle oder Objekt, meint also das Projekt. Das haben wir in der Headline untergebracht, weil sie, wie Sie vielleicht wissen, deutlich mehr Zeichen erlaubt als der Titel. Der Ort wird verzeichnet, das Land, das Jahr, der Dateiname, der eindeutige Identifikator, der sich aus der Verzeichnung in der AUGEAS-Datenbank 9.2 ergeben hat. Das Copyright, sämtliche Fotos sind entweder als Rechte vorbehalten oder unter der CC BY NCSA-Lizenz online gestellt worden. Und als Source oder Quelle ist das Berlin-Brandenburgische Wirtschaftsarchiv angegeben, mit dem Hinweis Bildarchiv der Holzmann AG, Hauptverband der deutschen Bauindustrie. Mit diesen Daten und dem Online-Gehen
Verbunden ist selbstverständlich die Hoffnung, dass wir das geplante Crowdsourcing-Projekt mit einer technischen Lösung immer noch werden durchführen können. Hierfür steht der Verein der ehemaligen Holzmänner und Frauen zur Verfügung, die insbesondere für die Durchlichtvorlagen unschätzbare Bildbeschreibungen liefern können. Das aber ist Zukunftsmusik. Gemäß den Empfehlungen der Konferenz der Leiterinnen und Leiter der Archivverwaltung des Bundes von 2015 sind wir dem Aufruf und der Empfehlung gefolgt. Vernetzen Sie sich und erfinden Sie das Rad nicht neu. Wir haben also mit den Projektpartnern Faktura, die Bildarchivare der Deutschen Digitalen Bibliothek und dem Landesarchiv Berlin sowie den Land Berlin, dem Berliner Zentrum Industriekultur, der Deutschen, dem Hauptverband der Deutschen Bauindustrie und der FH Potsdam ein Netzwerk gehabt, das uns bei dem Projekt unterstützt hat, das wir tatsächlich in etwa 2 Jahren haben abschließen können. Das Ergebnis sind über 60.000 Objekte in der Deutschen Digitalen Bibliothek. Die sind jederzeit für jedermann von überall sichtbar und nutzbar. Die Lösung ist vom Bild betrachtet nicht optimal, aber sie erfüllt die Zielstellung, nämlich alles vollständig sichtbar zu machen. Und wir haben dank des Dienstleisters auch mittlerweile die zuvor gar nicht in den Blick genommenen Bestände der Diakurse, der gerahmten Dias und der sogenannten Länderprojekte, das sind aufgeklebte Fotos, ebenfalls online stellen können. Mit diesem Projekt und dessen Abschluss sind wir in ein neues Projekt gestartet, und zwar den Nachlass des sogenannten Zirkuspfarrers Martin Schaaf, der das Archiv Zirkus Busch Berlin betrieben hat. Dieses Zirkus Busch Archiv ist eine Sammlung und ein Nachlass gleichermaßen. Dieser Nachlass oder dieses Zirkus Busch Archiv hat eine große kulturelle Bedeutung für die zirzensische Geschichte schlechthin. Nicht allein des Zirkus Busch Berlins, sondern auch anderer Berliner und deutscher Zirkusse. Die Bedeutung des Zirkuswesens ist uns heutigen vielleicht gar nicht mehr so klar, wie sie in den 10er, 20er Jahren des 20. Jahrhunderts gewesen ist. Zur Veranschaulichung der Bedeutung von Zirkus verweise ich gerne darauf, dass in den gedruckten Journalen der großen Kaufhäuser Berlins nicht nur die Sitzpläne des königlichen Hoftheaters oder der Schauspielhäuser, sondern des Nationaltheaters, sondern auch der Staatsoper, sondern auch des Zirkus Busch abgedruckt worden sind. Es gehörte zum guten Ton, in Anzug und Krawatte einmal im Monat in den Zirkus zu gehen und die dortigen Sensationen zu betrachten. Das Zirkus Busch Archiv umfasst etwa 70 Laufmeter, Fotos, Akten, Plakate, Zeitungsausschnitte, Programmhefte, Eintrittskarten und weitere Ephemera und vieles mehr. Die Zielstellung dieses Projektes ist auch hier, möglichst viel online zu stellen, damit dieser umfangreiche Foto- und Grafikbestand der Zirkusgeschichte online nutzbar ist. Das deckt sich auch hier mit den Wünschen der Archivgeberin, nämlich der Tochter des Zirkuspfarrers Martin Schaaf, der für seine Sammlung 105 Jahre Zeit hatte. Er ist 2015 im Alter von 105 Jahren gestorben. Aus dem Holzmannbestand haben wir gelernt, dass es wichtig ist, den Bestand erstmal zu strukturieren und sich klar darüber zu werden, wie die inhaltliche Unterscheidbarkeit der Fotos gewährleistet wird und wie die materielle Unterscheidbarkeit aussieht. Inhaltlich stellt sich das Zirkusarchiv in 15 Gruppen vor, von denen die bedeutendsten Gruppen der Nachlass oder der Unternehmensnachlass des Zirkus Busch Berlin ist, hier vornehmlich Akten. Der Nachlass von Paula Busch, die Sie oben rechts sehen, also die Zirkusdirektorin, eine sehr bedeutende Frau innerhalb einer männerdominierten Welt, insbesondere mit ihren Schriften. Dann eine umfangreiche Sammlung über deutsche Zirkusse, hier auch der DDR. Ausgesprochen viele Zirkusplakate weltweit in diesem Fall und eine Fotosammlung mit etwa
30.000, 35.000 Fotos, losen Fotos, 300 Glasplatten und 70 Fotoalben. Die zirzensische Literatur, 20 Laufmeter Spezialinventar, nicht eingeschlossen. Die Heterogenität dieses Bestandes führte recht früh zu der Frage, wenn wir das online stellen wollen, können wir das oder dürfen wir das und welche Risiken sind damit verbunden? Wir haben deshalb ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, was uns Sicherheit gibt und über dessen Einzelheiten ich jetzt im Folgenden sprechen werde. Insbesondere bedeutsam für die Online-Stellung der Zirkusmaterialien ist die Frage und Unterscheidung dessen, was dort ist, in Material, das Urheberrechten unterliegt oder was Leistungsschutzrechten unterliegt. Und das ist die Frage, was von den Fotos oder Grafiken entspricht einem Werk und was ist bloß eine Bearbeitung oder ein Lichtbild im Vergleich zu einem Lichtbildwerk. Die Unterscheidung im Einzelnen ist ausgesprochen schwierig. Es gibt dafür selbstverständlich Kriterien, die man auch nachlesen kann. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass man als Kulturguteinrichtung weitestgehend gut beraten ist, das Risiko einzugehen, die Archivalien, das Material, die Fotos und die Grafiken zu digitalisieren. Die Frage, die sich daraus ergibt, ist weniger die, ob man es online stellen darf, sondern welche Vergütung sich oder welche Vergütungsansprüche sich daraus ergeben. Und hier ist neben dem Urheberschutzgerecht und dem Urheberschutzgesetz und dem Leistungsschutzgesetz auch das Verwertungsgesellschaftengesetz von Bedeutung, die alle mit reinspielen, wenn man die unterschiedlichen Werkgruppen digitalisiert. Es gibt zwei ganz bedeutende Kernbegriffe, die für dieses Material gelten. Die begegnen uns im Archiv immer wieder. Einmal verwaiste Werke. Das sind solche Werke, deren Urheber unbekannt ist. Es gilt auch für Texte. Hier ist die Bearbeitung und die Digitalisierung mit einem Aufgabenwerk verbunden. Einmal müssen die Urheber ermittelt werden. Man muss auch dokumentieren, ob welche Wege diese Ermittlung gegangen ist. Es gibt da verschiedene Rechercheinstrumentarien, die auch an das Gesetz angehängt sind, die sie abrufen müssen. Die Dokumentation des Ganzen ist umfangreich. Und nach der Anmeldung der verwaisten Werke beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum ist nicht geklärt, ob nicht doch vielleicht ein Urheber sich meldet oder jemand, der die Nutzungsrechte hält und abschließend dann doch mit einer Vergütung rechnen darf. Eine weitere Möglichkeit, ein weiterer Großbegriff mit diesem Material umzugehen, sind sogenannte nicht verfügbare Werke. Das sind alle Werke, die nicht auf üblichen Vertriebswegen zu erwerben sind, mindestens 30 Jahre alt sind und also für den normalen Nutzer, aber auch für uns als Kulturguterbeinstitution nicht einfach verfügbar sind. Hier ist der heutige Vortrag an einem besonders guten Datum gewählt, weil ausgerechnet heute am 20. Mai das Europäische Parlament genau über das Gesetz über die nicht verfügbaren Werke abgestimmt hat. Da das noch nicht veröffentlicht wurde, das Abstimmungsergebnis zum jetzigen Zeitpunkt, kann ich nur mutmaßen, dass es erwartungsgemäß angenommen wurde. Hier geht es insbesondere darum, dass Kulturerbeeinrichtungen Werke online verfügbar machen können, und zwar zu nicht kommerziellen Zwecken, wenn es keine repräsentativen Verwertungsgesellschaften für die konkreten Werke gibt. Die Registrierung der nicht verfügbaren Werke beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum inklusive der dort Online-Stellung von Fotos beispielsweise, die gerade wenn sie Unikate sind, durchaus als nicht verfügbare Werke gelten können, genau wie Flyer, Programmzettel und dergleichen. Erfolgt 6 Monate lang ist eine Einspruchsfrist möglich für jeden Rechteinhaber. Danach
können diese Werke als gemeinfrei gelten und ein Risiko, das mit der Online-Stellung verbunden ist, ist überwunden. In dem Gutachten werden also die unterschiedlichen Werkegruppen einzeln betrachtet. Bedeutsam sind für das Zirkusarchiv natürlich die Fotografien. Hier muss unterschieden werden, sind das Lichtbilder oder Lichtbildwerke, also Schnappschüsse oder künstlerische Fotografien. Es gibt für Fotografien eine Verwertungsgesellschaft, nämlich die Verwertungsgesellschaft Bildkunst. Und hier ist was die Online-Stellung betrifft, Vorsicht geboten. Die Ermittlung von Urhebern ist zwingend notwendig und von Rechteinhabern. Bei Broschüren und Flyern, für die ja mehrere Urheber verantwortlich zeitigen, nämlich Texter, Fotografen und Grafiker, ist eine konkrete repräsentative Verwertungsgesellschaft eigentlich nicht anzunehmen. Broschüren und Flyer sind Ephemera und dürfen durchaus zu den nicht verfügbaren Werken zählen. Sie werden von uns behandelt wie Plakate, Handzettel und Eintrittskarten, die vor allem gestaltet wurden und hier einer Werkshöhe unterliegen könnten, sofern sie nicht unter die Kategorie kleine Münze fallen. Also hier gehen wir ebenfalls von einer unproblematischen Online-Stellung aus, insbesondere auch, weil die Plakate, Handzettel und dergleichen ja, werblichen Zwecken gedient haben, das heißt dem Zwecke der möglichst großen Verbreitung. Und die Verbreitung wird bezahlt nicht von dem, der verbreitet, sondern von dem, der verbreitet sehen möchte. Also hier werden wir sehr früh mit allem online gehen auf der Deutschen Digitalen Bibliothek. Zeitungsartikel, die auch sehr zahlreich in den Nachlass versammelt wurden, werden wir nicht online zugänglich machen, sondern bloß an Terminals für Nutzer im Haus zur Verfügung stellen können. Das konkrete weitere Vorgehen in diesem Projekt hat natürlich mit dem Material zu tun. Das Material determiniert den Umgang mit den einzelnen Archivalien. Hier sind die unterschiedlichen Arbeitsschritte, mit denen im Holzmann-Archiv vergleichbar, wobei die meisten Materialien der Auflicht-Digitalisierung unterzogen werden. Sie sehen übrigens Ernst Renz und nicht Wilhelm II. Wir haben eine Fülle von Material in diesem Archiv vorgefunden. Die Liste, die in einem Präsenzvortrag vielleicht nicht so angebracht ist wie zu Hause, wo Sie sich schnell lesen können, ist sehr umfangreich. Und Sie sehen hier, dass einiges davon für eine Online-Zugänglichmachung geeignet ist, vieles leider nicht. Also insbesondere Video- und audiovisuelle Medien und die vielen Zeitungsausschnitte nicht. Gleiches gilt auch für den Nachlass Paula Busch, der ihr literarisches Werk betrifft. Hier ist das Urheberrecht noch nicht abgelaufen. Sie können übrigens die rechtlichen Implikationen, die heute beschlossen wurden, auch nachlesen. Jüngst erschienen in der Zeitschrift Rutz, Recht und Zugang, Heft 1, 2021. Dort hat Paul Klimpel unter dem Titel Kulturgut, Digitalisierung, Reformen für das kulturelle Erbe gerade eine Zusammenfassung veröffentlicht. Also die artistische Vorgehensweise bei dem Projekt stellt sich wie folgt dar: Das Material muss gesichtet werden, in kleine Konvolute unterteilt werden, und zwar sowohl von der Systematik des Bestandes gedacht, als auch von der Materialseite betrachtet. Die Sortierung der einzelnen Konvolute ist für die Doublettenprüfung leider notwendig gewesen, aber auch für die Größensortierung, denn hier ist ja für die Einstellung beim konkreten Digitalisierung ein unterschiedliches Vorgehen notwendig. Der Dienstleister holt die Originale ab. Er bereitet sie dort physisch für die Digitalisierung vor. Von Fotografen wird die Einstellung der Scanner vorgenommen für den konkreten Digitalisierungsvorgang. Dateinamen, Digitalisierung, Nachbearbeitung, Digitalisate etc. erfolgen beim Dienstleister. Die Vergabe der Metadaten in einem zweigleisigen Verfahren, sowohl beim Dienstleister als auch
im Wirtschaftsarchiv der Datenimport bei Augias bringt dann Bild und Metadaten zusammen, der Datenexport dann die Möglichkeit über die EAD, die DB-Schnittstelle, das Digitalisat online zu bringen und auf der Deutschen Digitalen Bibliothek aufzufinden. Die Metadaten sind wie auch beim Holzmann-Projekt in gleicher Weise vergeben, wobei wir auch hier die Headline nutzen, weil dort die Bildbezeichnung auch hineinpasst. Abweichend vom Holzmann-Projekt haben wir hier etwa bloß ein Zehntel der Fotografien, weshalb wir uns die Zeit genommen haben, die Bildrückseite auch in die Metadaten zu verschlagworten. Alle weiteren Daten, sehen Sie hier, sind ganz üblich. Das Copyright ist vorläufig mit alle Rechte vorbehalten anzugeben. Das wird sich im Laufe des Projektes dann konkretisieren, wenn die einzelnen Konvolute bearbeitet sind. Ich fasse zusammen, dass uns ein wenig die Angst vor großen Fotoprojekten genommen ist. Die wichtige Herausforderung, die sich in diesem ganzen Verfahren stellt, ist das Projektziel eindeutig zu formulieren und an die Rahmenbedingungen anzupassen. Es gibt hier zwei Schulen, wie ich weiß. Es gibt einmal die Schule, möglichst gut zu digitalisieren, also von unten nach oben zu denken, die Fotos mit den Vorgaben der DFG-Richtlinien für Digitalisierung für alle Teilbereiche der Langzeitarchivierung und der Online-Nutzung bereitzustellen. Das bedeutet also für ein solches Projekt, so viele Fotos zu digitalisieren, wie man eben Geld hat oder Zeit. Dafür gibt es genauso viele gute Gründe, meines Erachtens, wie für das genau umgekehrte Herangehen, nämlich die Frage, kann man nicht alles komplett online stellen? Für den weitaus größten Teil der Nutzer ist damit die Gesamtheit des Projektes nutzbar. Das hingegen bedeutet Abstriche in der Qualität der einzelnen Digitalisate. Allerdings muss man sagen, dass eine bedarfsbezogene Digitalisierung im Anschluss an das Projekt selbstverständlich vorgenommen wird. Und das gehört jetzt zu unserer alltäglichen Arbeit. Das ist dann sozusagen der Nachklapp zum schnellen Vorgehen. Ich habe hier den Legionor Faulus mit seiner durchaus philosophischen Betrachtung ans Ende gestellt. Die Tatsache, dass man immer nur eine halbe Platte fegen kann, bedeutet, dass ein Projekt nie größer sein kann als eine halbe Platte. Egal wie viele es sind, von hier bis Rom, es ist immer nur eine halbe Platte, die Sie vor sich sehen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und gebe das Feuer frei für Rückfragen. Ja, herzlichen Dank, Herr Berghausen, für diesen sehr anschaulichen und sehr interessanten Vortrag, wie ich fand. Ich wusste gar nicht, wie diese Bandbreite ist, die Sie da abdecken. Und habe schon gesehen, dass im Chat einige Fragen aufgetaucht sind und gebe daher an Frau Jackisch weiter, die dann bitte die Fragen vorliest und Sie dürfen gerne alles beantworten. Ja, auch von mir nochmal herzlichen Dank für diesen spannenden Vortrag. Ich selber bin auch gar nicht aus dem Archivbereich und hätte große Lust, jetzt in den Fotobeständen zu stöbern. Ja, wir haben gleich zur Holzmann-Geschichte die erste Frage hereinbekommen. In welcher Größe wurden die Vorlagen digitalisiert? 300 dpi ist nur ein Qualitätsmaß, keine Größenangabe. Das Ausgabeformat ist DIN A3. Punkt. Man muss sagen, dass ich diese technischen Nachfragen jetzt gefürchtet habe, weil ich nicht der Techniker im Projekt gewesen bin. Ich habe mir den Zettel hier hingelegt. Die Ausgabegröße der Dateien lag bei etwa 25 Megabyte. Die Druckauflösung 300 dpi auf DIN A4 und die Ausgabe bei einem DIN A3. Ich hoffe, dass das die korrekte Antwort ist. Ich glaube schon, weil von demjenigen gerade ein Däumchen hoch eingeblendet wurde. Also nehme ich an, dass die Frage damit beantwortet wurde. Die nächste Frage.
Wie ist der Wunsch, die Bestände online verfügbar zu machen, einzuschätzen? Fluch oder Segen? Also eindeutig Segen, weil sie auf der einen Seite die Zahl der Anfragen, ob wir etwas haben, verringern, die Zahl der konkreten Nachfragen, ob man etwas nutzen kann, jedoch steigt. Das heißt, ich glaube, dass die Qualität der Anfragen steigt. Für uns als privates Wirtschaftsarchiv ist es überdies ausgesprochen wichtig, sichtbar zu sein. Das heißt, für die öffentliche Sichtbarkeit unserer Arbeit ist die Online-Stellung ausgesprochen wichtig. Und schlussendlich vom Foto her gedacht, ist es ein Segen, dass jedes einzelne Foto jederzeit betrachtbar ist. Dann gab es noch mal drei Fragen, die wurden aber schon von einer Zuhörerin hier im Chat beantwortet zu der Quelle Recht und Zugang. Das war Volume 2, 2021, Heft 1. Ne? Genau. Okay, gut. Ja, hier gab es auch einen Link im Chat. Vielen Dank dafür, dass Sie das reingestellt haben. Genau, dann, ja, beim zweiten Projekt, Zirkus Busch, welcher finanzielle Rahmen war im zweiten Beispiel gegeben und wie viele Personen konkret damit beschäftigt? Also der finanzielle Rahmen liegt bei etwa 45.000 Euro für dieses Projekt. Beschäftigt sind von unserer Seite eine Person und von Seiten des Dienstleisters, ich glaube in wechselnder Stärke, ein bis zwei Teams. Und die Teams haben eine Stärke von 4 bis 8 Mitarbeitern. Da würde mich mal interessieren, wie lange braucht so ein Projekt jetzt zum Beispiel bei Holzmann? Waren es, glaube ich, 320.000 Fotos. Was muss man sich da für einen Zeitrahmen vorstellen? Naja, wir hatten ja nur 2 Jahre, weil das Projekt erst im Mai starten durfte, waren es eigentlich weniger als 2 Jahre. Wir haben uns im Vorfeld überlegt, wie viel Zeit braucht eigentlich ein Scan-Vorgang, ein Digitalisierungsvorgang mit Nachbearbeitung pro Bild, haben das hochgerechnet und haben festgestellt, dass unter normalen Bedingungen 320.000 Fotos von einer oder zwei Kräften eigentlich nicht in 2 Jahren zu bewältigen sind. Das führte einmal zu der Entscheidung, Kontaktabzüge zu oder Kontaktscans herzustellen, also 10, 12 Fotos auf einmal zu scannen und eine Werkstatt zu beauftragen. Wie lange das dauert? Es dauert viel länger, als man denkt. Also wir sitzen jetzt immer noch daran, Korrekturen, Nachbearbeitung und Nachlieferungen an die Deutsche Digitale Bibliothek hochzuladen. Ich weiß, dass die auch zuhört. Vielen Dank nochmal für das wirklich unkomplizierte und hervorragende Miteinander. Wir sind sehr glücklich, dass das so gut klappt. Hier gibt es noch eine Frage auch zu den Bildern, zur Digitalisierung. Für welche Vorgehensweise haben Sie sich bei den Negativen entschieden? Wurde hier auch bogenweise gescannt und werden die Bilddateien der nicht invertierten Negative erhalten? Ja, wir haben uns beim Zirkus Busch für Einzelfotos entschieden und die werden erhalten. Also hier machen wir keine Kontaktscans. Könnten Sie bitte noch etwas mehr zu den Durchsichtbildern sagen? Wurden die Kontaktscans anschließend noch weiterverarbeitet, also die einzelnen Motive getrennt gespeichert? Bei uns, nein. Also der Kontaktscan liegt bei uns so vor. Wir haben den nicht weiter bearbeitet. Hier wird nachdigitalisiert, anlassbezogen, dann ja. Also dann einzeln. Welche Möglichkeiten gibt es, über automatische Bilderkennung die Motive und Bildbeschreibungen zu generieren, um eine Verschlagwortung und textbasierte Suche zu automatisieren? Also hier habe ich ganz am Anfang des Projektes mit dem Fraunhofer-Institut gesprochen, die gerade eine solche Datenbank entwickelt haben. Die muss allerdings mit Beispielfotos gefüttert werden, damit das auch funktioniert. Das weiß ich nicht. Ich bin gerne bereit, hier Pilotprojekte zu versuchen. Insbesondere für die Durchlichtvorlagen wäre das ausgesprochen hilfreich, weil wir über die einzelne Motivik
praktisch nichts sagen können, insbesondere nicht über das technische Detail. Wo und wie lange lagern oder wo lagern die Originale, ist die Frage. Die Originale liegen bei uns im Fotomagazin. Die wurden also in Absprache mit dem Kompetenzzentrum Bestandserhaltung hier in Berlin neu verpackt in Pergaminhüllen, die wir aus Kostengründen gewählt haben. Sie li liegen darüber hinaus in Schachteln und in einem klimatisierten Raum, blickdicht, lichtdicht und bei gleichbleibender Temperatur und werden nur noch dann in die Hand genommen, wenn wir Nachscans durchführen müssen. Wurden die Einzelnegative gescannt oder abfotografiert? Das weiß ich nicht. Okay. Wie gehen Sie Also konkret ich weiß, entschuldige, daran? ich weiß, dass die Glasplatten abfotografiert wurden. Das weiß ich. Wie das bei den Negativen ist, das weiß ich nicht. Zur nächsten Frage, wie gehen Sie konkret bei einer Fotoanfrage vor? Wie hochauflösend nachgescannt und gelangen diese dann auch in die Langzeitarchivierung? Dann nehmen wir 600 dpi gemessen am Objekt, meistens. Ja. Bei negativen im Kleinbildformat nutzen wir meines Wissens die höchste Auflösung, die unser Gerät gestattet. Ich glaube, das sind 3200 dpi. Das Ausgabeformat liegt dann, glaube ich, bei DIN A4. Und werden standardisierte Metadaten in Scans, Quellcode eingebettet? Ja. Hier ist noch was zur Lagerung der Objekte. Bei welcher Temperatur lagern Sie die Objekte? Es ergibt sich, wie ich gelernt habe, aus dem Begriff Klimatisierung. Klimatisierung ist alles ab 18 Grad. Kälter ist Kühlung und Kühlung ist unbezahlbar, zumindest in unseren Rahmenbedingungen. Das heißt, wir lagern das bei 18 Grad und 50% Luftfeuchtigkeit, also 40 bis 50%. So, jetzt kommt eine etwas längere Frage. Ich habe den Digitalisierungsvorgang so verstanden, dass Durchlicht- und Auflichtvorlagen getrennt wurden. Wie wirkte sich das auf die Dateibenennung aus? Konnten sie automatisiert stattfinden oder musste der Dateiname einzeln vergeben werden? Mich interessiert dabei auch der Zusammenhang von Vor- und Rückseite. Wie wird diese hergestellt? Also der Vorgang war automatisiert, sowohl bei den Durchlichtvorlagen als auch bei den Auflichtvorlagen. Die Digitalisierung der Abzüge erfolgte so, dass die Digitalisate von Vorder- und Rückseite unmittelbar benachbart waren und anschließend nach dem eindeutigen Dateinamen mit A oder B gekennzeichnet wurden, wobei sinnigerweise B die Vorderseite ist. Bei den Durchlichtverfahren ist es genauso gewesen. Es gab eine automatisierte Dateinamenvergabe. Es kommt noch eine Frage zur Langzeitarchivierung. Stellt das Landesarchiv Berlin als langzeitarchivierendes Archiv die Bilder auch online? Nein, das ist ausschließlich im Rahmen der Kooperationsvereinbarung mit dem Landesarchiv Berlin ein Entgegenkommen. Unsere Dateien in der Bandsicherung des Landesarchivs zu sichern. Es ist praktisch ein Ablageort. Online gestellt wird dort nichts. Man muss sagen, dass andere Projekte in Berlin, Digitalisierungsprojekte, werden häufig von der DIGIS finanziert. Die laufen genauso ab wie bei uns, bloß dass mit der Projektfinanzierung durch die DIGIS üblicherweise auch der Langzeitspeicherplatz im Zusezentrum verbunden ist, was in unserem Fall nicht gegeben war. Wird I-Rights Law vor oder nach der Digitalisierung tätig, um ein Gutachten zu schreiben, und wie lange dauert deren Arbeit, bis ein Gutachten fertig ist?
Also wir haben uns für die entschieden nach einem normalen Vergabeverfahren. Wir haben unterschiedliche Kanzleien angefragt, sind natürlich mit Herrn Klimpel sehr glücklich, weil er ja in der Branche durchaus bekannt ist. Wie lange hat er gebraucht? Er hat 2 Monate gebraucht, er hat 2 Ortstermine gebraucht und er musste natürlich jetzt für die konkreten Handreichungen eigentlich abwarten, was im Europäischen Parlament beschlossen wird. Er hat sich alles angesehen. Wir mussten ihm auch die Beispiele zeigen. Natürlich nicht alles im Einzelnen, aber die einzelnen Konvolute hat er geprüft und auf die Unterschiedlichkeit betrachtet. Hier ist eine Frage mit einem Link verknüpft, die heißt, wie sind die Pläne des Crowdsourcing? Und dann ist hier ein Link zu EPIX ETH Zürich. Muss mal gerade gucken, was dahinter steckt. Moment. Ich glaube, das ist einfach nur eine Erklärung, was Crowdsourcing ist. Vielleicht können Sie die Frage so beantworten, wie Ihre Pläne des Crowdsourcing sind. Ich glaube, das war Projekt 2, ne? Ja, also unsere Pläne umfassen insbesondere erstmal, dass unsere eigenen Bestände mit einem Online-Informationssystem online gehen sollen. Das heißt, wir wollen unsere Bestände auch durchsuchbar gestalten durch eine Online-Recherche. In diesem Zusammenhang haben wir verschiedene Plattformen uns angesehen, die es ermöglichen, angemeldeten Nutzern Kommentare zu einzelnen Archivalien zu hinterlassen. Es gibt hierfür ausgesprochen teure technische Lösungen, die leider nicht in Frage kommen, weshalb eine konkrete Umsetzung dieses Projektes leider noch nicht möglich ist. Wenn wir wieder wenig Luft haben, hoffe ich, dass wir mit den Möglichkeiten, dass alles auf der Deutschen Digitalen Bibliothek sichtbar ist, trotzdem ein dann eher mailbasiertes Verfahren finden können, in dem die ehemaligen Holzmänner und Frauen uns halt über ihre eigenen Projekte digitalisatbezogen Aufschluss geben. Stehen die Digitalisate ausschließlich in der DDB zur Verfügung oder auch über einen eigenen Zugang? Ausschließlich in der DDB. Warum ist das so? War das aus pragmatischen Gründen oder weil dort die Infrastruktur vorhanden ist? Weil wir bisher noch keine Online-Repräsentanz unserer Bestände haben, auch nicht der Bildbestände. Okay. In Stuttgart gab es mit Landesarchiv und Zeitung ein Portal mit alten Bildern, wo die Userinnen aufgefordert wurden, zusätzliche Informationen zu den vorhandenen Bildern abzugeben und neue hinzuzufügen. Das hat wohl ganz gut funktioniert. Ach, das ist ein Kommentar zu den Holzmännern, die vielleicht sich dann beteiligen. Ja, es gibt immer wieder solche Projekte, auch im Rahmen der Europeana gibt es immer wieder solche Crowdsourcing-Projekte. Es gab sie zum Ersten Weltkrieg beispielsweise. Dort konnten Nutzerinnen und Nutzer Archivalien und Bilder hochladen und beschreiben. Das ist eine ziemlich fantastische Angelegenheit. Für uns ergibt sich wieder ein Tonnenproblem, weil es so viele sind, ist die Frage, wie wir damit umgehen können. Eine technische Lösung, die alle 320.000 Fotos umfasst, sehe ich derzeit noch nicht. Hier meldet sich gerade, melden Sie sich, Frau Rolle? Ja? Möchten Sie die Frage direkt stellen? Nee, ich hatte keine Frage, ich hatte noch eine Ergänzung zu der vorhergehenden Frage mit der eigenen Online-Präsentation. Das hatte ja Herr Berghausen schon beantwortet, aber ich möchte noch ergänzen, das ist aber wirklich was ganz Aktuelles, dass es jetzt nicht nur in der DDB ist, sondern auch in der Europeana, die ganzen Holzmann-Bilder. Ah, toll, gute Nachricht. Das wusste ich noch gar nicht. Vielen Das Dank, Frau ist Rolle. gestern oder vorgestern passiert. Ja. Okay, schön. Ja. Ja, schön, dass Sie auch live dabei sind. Gut. Hier ist noch eine Frage. Kein eigener Online-Zugang im Archiv, also auch keine Offline-In-House-Bereitstellung? Können Sie daraus mal eine Frage formulieren?
Bitte. Ich glaube, die Frage bezieht sich darauf, dass Sie keine In-house-Bereitstellung für die Digitalisate haben. Und die Frage heißt, also wenn Sie keinen eigenen Online-Zugang im Archiv haben, gibt es auch keinen Offline-In-house-Zugang zu den Digitalisaten? Doch, es gibt die Möglichkeit, hier am Terminal in Augias zu recherchieren und auch in diesem Bestand. Und dort sind auch alle mit Vorschaubild aufzufinden. Und ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet, aber am Terminal kann man alles sehen. Übrigens kann man am Terminal auch dann Dinge aus dem Zirkus-Busch-Bestand sehen, die man online nicht zur Verfügung stellen kann. Also die Möglichkeit für Kulturerbeeinrichtungen ist gegeben, am hauseigenen Terminal den Nutzenden Dinge zur Verfügung zu stellen, die man nicht online zugänglich machen darf. Ja, ich glaube, das beantwortet die Frage. Also die Kollegin hat das schon im Chat auch bestätigt. Dankeschön. So, jetzt sehe ich im Moment keine weiteren Fragen. Ja. Michaela, möchtest du? Ich Oh, Moment, hier denke. war noch was. Moment. Ja, Entschuldigung. Ich war zu schnell. Wie hoch war denn der zeitliche und personelle Aufwand, die digitalisierten Fotos dann in Augias zu verzeichnen? Also auf Holzmann bezogen ergab sich die Verzeichnung ja insbesondere aus den Listen. Ja, also das ist mit Excel gemacht. Unsere Kollegin ist womöglich einen Umweg gegangen, aber ich glaube, dass sie auf diesem Umweg schneller ist als manche auf dem korrekten Weg. Da die einzelnen Fotos nicht verzeichnet wurden, haben wir uns beim Einspielen in Augias auf die auch in den Metadaten stehenden Informationen beschränkt. Beim Zirkus Busch ist es so, dass eine Person die Digitalisate beschreibt. Also die Fotos werden von derselben Dame im Homeoffice, hier ist natürlich das möglich, auch ein Archiv im Homeoffice zu bespielen, weil nämlich die Daten digital mobil sind. Ja, und die werden dann händisch verzeigt. Das dauert lange. Also das dauert so lange, wie es wie Verzeichnung immer dauert. Gut, ich glaube, wir haben jetzt keine weiteren Fragen. Vielen Dank an alle für Ihr Interesse und ich gebe jetzt erstmal weiter an Michaela. Ja, ich schließe mich auch dem Dank an. Das war, wie gesagt, ein sehr anschaulicher Vortrag. Vielen Dank auch für Ihre interessanten Fragen, die das nochmal das Ganze lebhaft gestaltet haben. Ich denke, wenn Sie noch weitere Fragen an Herrn Berghausen haben, können Sie die auch im Nachgang bestimmt per E-Mail an ihn richten. Und ich bin auch überzeugt, dass ab heute die digitale Bibliothek noch weitere Klicks verzeichnen wird, weil wir uns das alles jetzt im Nachgang ansehen werden. Das ist wirklich sehr interessant. Und jetzt komme ich auch zum Punkt noch mal ganz kurz der Eigenwerbung. Und zwar freuen wir uns natürlich, wenn Sie auch weitere Veranstaltungen von uns besuchen. Die finden Sie auf unserer Website, auf unserem Blog und natürlich über die bekannten Mailinglisten, über die wir Sie gerne informieren. Und dann möchte ich Sie jetzt erstmal verabschieden, bedanke mich nochmal bei allen ganz herzlich und wünsche Ihnen einen schönen Abend und bleiben Sie gesund. Vielen Dank. So, und jetzt kommen hier im Chat noch ganz viele Dankeschöns für den interessanten Vortrag. Die kann ich gar nicht alle einzeln vorlesen, aber ja, das geht an Sie, Herr Berghausen.